Was hat Sie bewogen, Unternehmer zu werden? Ja, das Unternehmersein ist mir ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Wir sind ja ein Familienbetrieb. Ich bin jetzt die vierte Generation Wieser, die die Lerchenmühle führen darf. Daraufhin habe ich auch natürlich gerade im Kindesalter schon im Betrieb mitwirken dürfen. Ich habe immer ein bisschen mithelfen dürfen, meine Eltern helfen dürfen, meine Großeltern noch helfen dürfen. Und da wächst man halt dann so ein bisschen rein. Und dementsprechend habe ich auch dann meine Ausbildung auf das hingelegt und habe neben einer technischen Ausbildung auch betriebswirtschaftliche gemacht. Was ist das Schöne am Unternehmersein? Und was sind aktuell die größten Herausforderungen? Ja, schön ist natürlich das Unternehmersein. Man ist selbstbestimmt, man kann selbst über das Wirken bestimmen. Man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man kann sie selbst verwirklichen, man kann einfach was schaffen, was auch vielleicht dann, was für mich natürlich der größte Ansporn ist, was ich weitergeben kann, auch in meiner Familie. Die größten Schwierigkeiten bzw. die größten Herausforderungen derzeit sind natürlich ein sehr rasches Wechseln des Umfeldes, sage ich mal, in Bezug auf einfach die wirtschaftlichen Kriterien, die gerade herrschen. Also wir kommen gerade von der Corona-Pandemie aus, wir haben jetzt ein bisschen die Energiekrise. Das sind Herausforderungen, die muss man irgendwie als Unternehmer bewerkstelligen können. Was hat Sie dazu bewogen, Wirtschaftsbund-Mitglied zu sein? Ja, der Wirtschaftsbund ist als Interessensvertreter von den Unternehmen. Das heißt, der Wirtschaftsbund steht auch für die Interessen des Wirtschaftsstandortes und für die Unternehmen in Österreich. Er ist, glaube ich, eine sehr starke Stimme. Meeting, virtuell oder in Person? Wir machen es in Person, also ich versammle die einzelnen Team bei uns im Besprechungsraum und dann wird von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Meeresurlaub oder Skitrip? Eigentlich eher Skitrip, muss ich sagen. Also ich bin doch ein bisschen Österreicher und tue sehr gerne Skifahren und Touren gehen. Und deshalb ist mir der Berg sehr wichtig und deshalb bin ich gerne in die Berge und gerade auch zum Skifahren. Kreativität oder Strategie? Ich denke, ich bin ein strategischer Denker, wobei ich hoffe, dass ich auch die Kreativität habe für bestimmte Aufgaben. Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Ganz klar, Frühaufsteher. Wie früh? Sehr früh. Also durch das, dass ich auch drei kleine Kinder habe, ist jetzt nur mal ein bisschen früher. Aber es war immer so, ich bin um 5, 6 Tag wach. Was wird für die Zukunft als Unternehmer wichtig sein? Und wie kann der Wirtschaftsbund diesen Weg unterstützen? Also für mich zukünftig als Unternehmer ist wichtig, dass wir auch die Rahmenbedingungen haben, damit man unternehmerisch oder erfolgreich unternehmerisch tätig sein kann.